Nach jahrelangen Diskussionen ist es jetzt offenbar passiert. Das Landesschiedsgericht der Berliner SPD soll den früheren Finanzsenator Thilo Sarrazin aus der Partei ausgeschlossen haben. Das berichten sowohl die österreichische Nachrichtenagentur APA als auch der Weser-Kurier. Welt wurde die Entscheidung aus Parteikreisen ebenfalls bestätigt. Anlass soll neben Sarrazins neuestem Buch »Feindliche Übernahme – Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht« auch ein Auftritt auf einer Veranstaltung der österreichischen rechten FPÖ im Europawahlkampf 2019 gewesen sein. Sarrazin selbst sagt, er sei noch nicht über eine Entscheidung informiert worden. Auch bei seinem Anwalt sei nichts eingegangen. Sarrazin war den Sozialdemokraten 1974 beigetreten.